Ja, das war mal krass. Das war mal auch in einem anderen Level krass, denn das war massiv viel Karpfen. Innerhalb von einer Stunde fast 400 Kilo Karpfen. Wir hatten das schon mal vor Monaten am Bernsteinsee. Wenn man an so einem Hotspot ist, wo halt richtig gut was abgeht, dann lüppt das auch mal so richtig schön. Und dann kann man auch mal schön 400 plus Kilo Karpfen rausziehen in einem Turnier oder Fisch allgemein. Da sind ja auch mal Karauschen und Giebel und weiß der Geil was dabei. 400 Kilo plus kann man aber schon mal rausziehen. Und heute, und das am Kupfersee, hatten wir mal wieder ein Turnier auf Masse. Masse statt Klasse. Und es ging so einiges. Und Batista hat hier rasiert. Batista hat hier einfach von vornherein komplett dominiert. Die Stunde durchgängig rausgeballert hier das Zeug. Und das am Kupfersee. Ist das der Hammer? Alter Falter. Ja, also an dieser Stelle hier. Schön nochmal eben platziert hier alles. Klappstuhl hingestellt, schön Beleuchtung angemacht. Und jetzt geht das hier raus. Wir sind hier auf 10 Meter Clip. Pretty simple unterwegs. Und jetzt wird getestet. Und jetzt, wie jedes Mal, fängt auf einmal hier wieder an zu regnen. Hoffentlich versaut mir das jetzt nicht den Spot. Ich habe gerade Futtermischung reingeschmissen. Gucken wir uns natürlich alles gleich im Detail an. Und wir gucken uns auch natürlich nochmal den Beitrag an von Batista. Ist schon im Discord. Von daher direkt mal unten gucken. Unterm Video findest du den Link zum Discord. Reingucken ins Discord. Und dort in dem Bereich alle Gewässer, Kupfersee, zum Beitrag von Batista. Und hat auch noch geschrieben hier, Turnierspot 67, 59, 10 Meter. Das Setup hier eben komplett auf Frequenz. Und das Ganze eben hier, zack, mit so einem Setup. Also, relativ simpel. Ich sehe gerade, er hatte einen Viererhaken hier. Und war hier mit geflochtenem Vorfach auch noch unterwegs. Also, Viererhaken. Aber ansonsten relativ feines, kleines Setup und eben komplett auf Maiskorn. Weil ich jetzt die dickeren Brocken testen will, also ich habe jetzt hier nicht Bock auf Masse, hat man halt nicht sowas von. Also ich will ja schon, wenn, dann auch hier vielleicht noch eine Trophy fangen. Deswegen bin ich jetzt hier ein bisschen dicker unterwegs. Also einfach mal mit einem 20er Pop-Up und Erdbeer auf einem 1er Haken und keinen 4er. Und hier habe ich noch vom letzten Testen das Sigrig drauf. Auch ein Sigrig würde ich sagen, lassen wir mal hier. Ich mache mal eins tatsächlich, das nehmen wir mal raus. Ein Sigrig machen wir mal komplett hier auf Erdbeere. Und das hier lassen wir auch nochmal, da machen wir auch nochmal Pop-Up oder so mal hier Grund. Ne, wir lassen mal Pop-Up, wir gehen aber hier ziemlich dick rein. Pop-Up Rick. Und jetzt schauen wir gerade mal eben. Einser Haken bleibt auch. Haben wir von der Erdbeere noch Alternativen? Nope. Wir haben nur 25er und 20er. Ich bleibe hier mal auf dem 20er Boilie mit Meistern. Also 20er Boilie und Erdbeer Mais in Rot und Erdbeer Dip. Das Ganze, wie gesagt, hier auf 10 Meter locker rausgeworfen. Zack, so. Jetzt haben wir hier zwei Routen mit Pop-Up schon drin. Tap, 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 tap. Das sind die beiden. Und hier bauen wir das Ganze jetzt auch nochmal zusammen. Aber auf Sigrig. Auf Sigrig. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Vorfachslänge fürs Sigrig. Ich lasse das mal bei den 40 cm. Also eher so ein bisschen an der Oberfläche. Ja, ja, ja. Einser Haken bleibt auch erstmal so, wie es ist. Red Stick 20 und Fluoro. Haben wir hier noch was mit Red? Nur die 15er. 15er und 20er. Dann gehen wir hier einfach mal noch ein bisschen dunkler rein. Orange. Oder. Was haben wir hier? Haben wir noch was Rundes?
fluoreszierend. Was ist denn mit Rosé? Einfach mal eintippen, da haben wir doch wieder was. Black Rosé Stick oder Rosé Ball. Wir nehmen den Rosé Ball. Wir haben den Stick und den Ball. Jawollo. Gucken wir mal kurz in den Details. Der ist halt so ein bisschen länglicher. So richtig Stick ist ja wieder was anderes. Und hier Details bei den Balls. Da haben wir aber mal richtig rosa Balls, Alter. Sehr schön. Also, das und das. Dann mit der Erdbeere auf dem 1er Haken. Jawohl, da vorne sieht man es auch schön hängen. Sehr schön. 10 Meter hier wieder. Und dann raus. So. Und dann gucken wir mal, ob hier was geht und wie hier was geht. Alles klar. 1, 2, 3. Alles zusammengetüdelt. So Smoke wieder. Ja, gerade schon ein bisschen getestet hier an der Stelle. Also es ging auch direkt wieder was rein. Tendenziell allerdings eher hier so die Spiegelkarpfen, die Schuppenkarpfen, wie gesagt, die Karauschen und Co. Wenn du jetzt aus bist auf solche Kandidaten hier, also auf Super Frack oder die Dinkelsbühler oder die Kois, tja, laut Kescher-Bild vom Batista sieht das nicht so gut aus. Das sieht mal gar nicht so gut danach aus. Ein F1-Karpfen sehe ich dabei innerhalb von einer Stunde. Ein F1, ansonsten, ne, nicht so wirklich was Gutes dabei. Aber eben auf Masse, ne? Das heißt, wenn man hier auf Masse ist und wenn man ein bisschen was fangen will, einfach eine gute Frequenz haben will oder vielleicht auch einfach noch ein bisschen Köder testen will, dann einfach mal hier auf Erdbeere gehen. So, ich pflanze mich jetzt hier mal nieder. Übrigens, der Eimer, der steht hier immer, ne? Das ist der Brecheimer von der letzten Nacht von der Party. Und jetzt gucken wir mal hier schön im Regen. Mal sehen, was jetzt hier geht und ob hier was geht. 5 Uhr morgens, hoffen wir mal, dass so gegen 6 Uhr dann das Gebimsel auch losgeht. Ja, 6.30 Uhr und es bimmelt los. Ich bin gespannt, was reingeht. Alter, das Gequietsche. Irgendeiner hat auf jeden Fall Bock, zuppelt ein bisschen länger. Ich hoffe mal, dass das ein bisschen was Dickeres ist. Wie gesagt, vom Setup jetzt hier so eingestellt, dass hier tendenziell eher was Größeres reingeht. Nicht das Kleine, was übrigens auch sehr gut heute im Test schon funktioniert hat. Auf dem momentan wohl bekanntesten Spot hier oben auf dem Anleger mit 10 Meter. Hat auch sehr gut schon funktioniert mit richtig, richtig großen Boilies. 22er Kokossahne oder dann mit Kokossahne und Kokos und Banane in Kombination. Also das hier mit den dicken, fetten Boilies. Über 20 Kilo Spiegelkarpfen und der nächste. Und über, ja, fast Trophy-Schuppenkarpfen ist reingegangen. Also, da geht auch ein bisschen was jetzt hier auf die dickeren. Ah, große Karausche erstmal, noch nicht so ganz, das Wahre. Gucken wir mal. Weiter geht es hier. Jo, der Schubi. Ich bin gespannt, was hier geht, ob hier, wie gesagt, mit den größeren Boilies auch was geht. Warum teste ich jetzt ausgerechnet hier, wo es doch hieß, im Turnier, nur mit Maiskorn auf Masse, 400 Kilo. Warum jetzt hier nicht mit Maiskorn? Naja, weil ich ja, wie gesagt, die Masse gar nicht haben will. Ich will ja hier, wenn, dann was Besonderes haben, was vielleicht auch ein bisschen Gewicht hat. Gerne natürlich auch noch die Chance auf eine Trophy. Deswegen aber genau an diesen Spots, wo halt wirklich viel gehen kann, genau an diesen Spots eben auch mit dicken, fetten Ködern rein, um dann hier vielleicht die Chance zu haben, dass auch mal was Großes mit dabei ist. Was man natürlich auch noch gut machen kann, ist hier eine Futtermische vielleicht speziell mit großen Partikeln zu kombinieren. Und dann dafür dann so auch ein paar Boilies eben zu schreddern, dass man dann eben richtig gut große Partikel eben auch zusammentüdelt. Wir können mal eben reingucken. Eine Futtermische hatte ich gerade schon gebaut mit Erdbeere. Wo haben wir sie denn? Erdbeere. So, am Koi-Gewässer. Die ersten 10 sind drin.
relativ simpel jetzt hier erstmal auf eine süßliche Basis, Biskuit als Basis, dann die ganzen Erdbeer-Feedpellets mit rein, Mais mit rein, weil wir ja auch auf Mais hier oder mit Mais in Kombination unterwegs sind und natürlich dann mit Erdbeere das Ganze hier nochmal abgeschmeckt. Wenn wir das jetzt hier ein bisschen größer machen wollen, das heißt, wir wollen hier vielleicht eine Futtermische haben mit größeren Partikeln, dann brauchen wir natürlich hier den Grinder. Und dafür gehen wir dann rein hier wieder in die Erdbeere, nehmen hier die günstigsten Erdbeeren, so, machen die hier einmal schön klein, eine Portion, zack, zack, und dann kommt die ins PVA oder eben hier in die Mischen mit rein. Und hier nehmen wir jetzt dann die kleinste davon, die nehmen wir raus. Das sind die Vierer, 4 mm. Und dann nehmen wir hier die Erdbeere, zack, und tun die noch mit rein. Ich gucke gerade nochmal, Soluble haben wir nicht, jawohl. Also, dann machen wir das so zusammen. Oder eben nochmal eine andere Variante statt Mais. Ich gucke gerade nochmal eben rein. Ich meine, das hatte im Discord auch. So, Futtermische, Maisbasis war es. Zweimal gemahlene 15er, genau. Die Größe übrigens ist egal, welche man nimmt. Durch den Grinder, die Partikel, die am Ende rauskommen, haben alle die gleiche Größe. Da ist es egal, wie groß der Boilie vorher war. Durch den Grinder kommt am Ende halt eine Partikelgröße raus, relativ groß. So, jetzt machen wir hier raus nochmal Erdbeere groß. Damit ich das auch weiß, für welches Gewässer. So, alles hier auf Erdbeere nochmal angemixt. Jawohl, anfertigen. Und dann schauen wir mal eben. Jawohl. Und die können wir jetzt natürlich hier auch direkt nochmal raussuchen. Erdbeere groß, hier ist sie. Und dann werfen wir hier einfach, ne, 10 Meter, halb aufladen. Zack, dann haben wir die 10 Meter erreicht. Machen wir hier vielleicht nochmal 5 Stück rein. Ich hatte ja vorher schon angefüttert mit 10 Stück. So, einen noch. Zack. Und dann haben wir den Spot hier auf jeden Fall ordentlich angefüttert. Und hier geht schon einer rein, jawohl. Jawohl. Und er hat immer noch Bock. Oh ja. Da laufe ich tatsächlich mal eine Runde mit. Denn hier stehe ich ja jetzt gerade ganz offen. Und dann laufen wir doch einfach mal eine halbe Runde hier um den See. Immer schön die Spannung halten. Sehr gut. Und rum, 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 rum. Und weiter rum. So ist gut. Jetzt kann er schön nach da hinten hin wieder abhauen. Da hinten ist zu. Da kann er ja nicht ab. Da kann er nicht raus. Und dann muss ich auch nicht so weit laufen hier. Und er ist jetzt quasi gefangen. So ist das doch schon mal ganz angenehm. Ja, das ist das, was ich haben will hier. Genau das. Die ersten Brocken, die halt in die Bremse reingehen, die Bock haben. Hier einfach die Chance auf eine Trophy, auf was Großes, auf was Seltenes. Das ist das, was halt cool ist. Gerade eben an diesen Spots, die halt so in hoher Frequenz gehen. Da drüben sehen wir ja den anderen. Also da auf jeden Fall auch testen. Einfach mit den dicken, fetten Boilies. Klar, die Frequenz ist im Keller, ne? Also da passiert dann nicht mehr wirklich viel von der Frequenz. Aber, wie gesagt, das ist ja dann beim großen Karpfenangeln, wenn du überlegst, am Bernsteinsee auf 83 zuletzt, wo jetzt die Schuppenkarpfen-Trophys immer reingingen, da war ja auch nichts mit Frequenz, mit den dicken, fetten, und waren das 22er, 25er Boilies und dann raus und dann hast du halt die erste Stunde zum Beispiel, war gar nichts vielleicht und dann auf einmal rasseln da 2, 3, 4 Trophys rein. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Gucken wir mal, was hier jetzt rankommt. Für mich gerade einfach nur wichtig, was ist es, ne? Das ist das Interessanteste. Was ist es? Was geht rein? Was reagiert auf die Köder? Das ist gerade das A und O. Wenn es dann am Ende noch eine Trophy ist, ist alles immer super. Wenn nicht, dann kommt sie beim nächsten Mal. So, kommen wir ran hier. Und wenn es am besten noch ein Koi ist, der so reingeht, oha, 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 das wäre natürlich der Oberburner. Aber hier vermute ich jetzt gerade einfach nur einen Schuppenkarpfen oder einen Spiegel. Das wäre doch auch voll okay. So, gucken wir mal, was geht. Ja, das ist natürlich das Angenehme, ne, an diesem Gewässer hier. Dadurch, dass es so klein ist und so kurz ist, bis da drüben hin sind, ich glaube, keine 50 Meter. Also
kann man hier ganz entspannt mit kleinem Setup hier drillen. Und wenn ich mir vorstelle, demnächst hier schön mit den kleinen 3000er Rollen, wenig Schnur drauf, 100 Meter Schnur habe ich da drauf, dann kann man auch hier eben voll in die Action gehen und die Brocken dann hier mit einem langen Drill schön rausziehen und müde machen. Auf kleinem, feinen Setup. Und dann auch noch Rekorde jagen. Sensationell. Ey. Guck mal, da unten schwimmen sie wieder rum hier. Ah. So einer jetzt in groß, das wär's, wa? Das wär's. Und da kommt er an und es ist ein Spiegel. Jawollo. Die sehen immer so ein bisschen rötlich aus hier an dem Gewässer. Aber das ist einfach nur ein Spiegel. Übrigens Spiegel und Schuppenkarpfen ja auch hier im Fangbuch. Von daher auch gerne mitnehmen. Gerne mitnehmen. Brassen sehe ich gerade hier. Air 4 Rocks fängt hier gerade seine Brasse. 4,9 Kilo. Brassen sollen auch gerade ganz gut gehen. Heute im Turnier, heute im Stream noch ein Turnier gemacht, auch auf Brasse. Also kann man auch immer wieder testen. Wie immer Brasse in den tiefen Löchern. Und mit den klassischen Brassenködern. Ich sag, der hat 21 Kilo oder knapp unter. Ich würde sagen 21 Kilo. Und? Oh, 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 14 nur. Die Schüft. Das kannst du dir nicht ausdenken. Da hat er sich aber gut verkauft, ey. 14 Kilo nur, der Lümmel. Ja, so geht das halt auf kleinem Setup, ne? So geht das halt. Habe ich irgendwas anders als sonst? Nee, 18er, sonst alles Tutti. Wie sieht das hier vom Verschleiß? Kein Verschleiß. Krass. Krass, krass, krass. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, so und so ähnlich. So moke wie dat. Also schnell wieder raus hier. Zack, auf Erdbeere. Ja, und jetzt hast du die Qual der Wahl, ne? Gehst du hier rein auf Masse? Einfach nur mit dem Maiskorn? Oder gehst du auf die dicken Dingers? Und dann haust du hier die dicken, fetten Boilies rein und dann dementsprechend mit geringer Frequenz. Ich werde das Ganze gleich nochmal testen bei Sonnenschein. Regenwetter hat natürlich mal wieder reingespuckt. Warmes Wetter, Sonnenschein, das will ich gleich auf jeden Fall nochmal testen. Relativ kurzes Vorfach, ein bisschen eher bodennah das Ganze hier nochmal testen. Und dann gucken, ob hier nochmal mehr geht. Aber ich glaube auch jetzt hier, so ist schon mal die Frequenz da. Einigermaßen zumindest. Das ist natürlich nichts für ein Massenturnier, da dann wieder kleiner reingehen mit, ja, wie gesagt, einfach nur Maiskorn, damit man eben hier auch konstant ein Bimmel nach dem anderen hat. Und dann hat man auch wirklich gut die Chance hier zu rasieren. Zack, und der nächste hier, aber auch eher was Kleines. Karauschen, Karauschen, Karauschen haben Bock auf Erdbeer. Na, ist es denn? Also, Karausche kann man auch noch fürs Fangbuch hier holen wahrscheinlich. Irgendwann ballert hier bestimmt noch die Trophy rein. Ihr Lümmels, Petri, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer, live ab 19 Uhr, Petri.